Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es mal wieder um das Thema Netznutzungsabrechnungen und dort ganz speziell um die Unterscheidung zwischen 13i und 13r. Wer mit Netznutzungsabrechnung vor allem im Bereich von registrierender Lastgangmessung, also RLM, zu tun hatte, wird diese Begriffe auf jeden Fall schon mal gehört haben. Alle anderen haben es vielleicht auch schon mal irgendwo angedeutet gehört, wenn man in der Netznutzungsabrechnung arbeitet. Es ist eine ganz wichtige Unterscheidung, eben genau bei diesen Lastgang- oder Einspeisegang-Rechnungen für die großen Verbrauchsanlagen und großen Einspeiseanlagen. Und wir wollen mal ein bisschen dahinter steigen, was das genau ist. Erstmal grundsätzlich, die Netznutzungsabrechnung ist ein ganz wichtiger Prozess in den GBKE, also in den Geschäftsprozessen zur Kundenbelieferung mit Elektrizität, in den Prozessvorgaben für den Alltag der Energiewirtschaft. Und da geht es eben darum, dass man als Netzbetreiber, also als derjenige, der die Leitungen bis zum Kunden gebaut hat und diese bewirtschaftet, dass man dem Versorgungsunternehmen, der also den Tarifvertrag mit dem Kunden hat, praktisch die Nutzung des Stromnetzes oder des Gas, der Gasleitungen in Rechnung stellt. Und dort Rechnungsbestandteile mit reingibt, die der Versorger, der Lieferant dann an den Kunden wiederum weiter berechnet. Die Netznutzungsabrechnung ist also praktisch ein Rechnungsschritt, den wir als Endkunden gar nicht so direkt mitbekommen, der eben zwischen dem Netzbetreiber und dem Versorgungsunternehmen abläuft. Und das ist ein ganz wichtiger Part, weil für jeden einzelnen Kunden ständig diese Netznutzungsabrechnung natürlich auch laufen. Das heißt, für jede Jahresrechnung, die ich als Kunde bekomme, gab es auf jeden Fall auch mal eine Jahresrechnung zwischen Netzbetreiber und Stromversorger. Und für jeden Monatsabschlag, den ich als Kunde zahlen muss, gab es auch einen Monatsabschlag zwischen Netzbetreiber und Versorgungsunternehmen. Und das ist ein wichtiges Thema, was eben auch viele Kollegen im Alltag beschäftigt. Jetzt müssen wir natürlich nochmal unterscheiden zwischen den Standardkunden im SLP-Bereich, Standardlastprofil oder auch Standardeinspeiseprofil. Das sind die kleineren Verbraucher und Einspeiser, die praktisch auch einmal im Jahr nur ihren Zähler abgelesen bekommen, wo man dann eben sagt, für den Rest des Jahres nutzen wir ein Profil, ein Lastprofil oder ein Einspeiseprofil, was eben sagt, wie so in etwa über den Daumen gepeilt der Jahresverbrauch so sein wird. Das ist praktisch mal standardisiert veröffentlicht worden, deswegen Standardlastprofil. Dazu gibt es auch eigene Videos von uns, das kann man sich ja anschauen. Für die gibt es eben eine jährliche Rechnung und dann dazwischen jeden Monat einen Abschlag. Alles ganz normal, ganz bekannt, wie es eben auch in der Endkundenbelieferung ist. Im Lastgang- und im Einspeisegangbereich, das heißt bei RLM und bei REM, bei den richtig großen Verbrauchern, das sind Industriekunden oder auch bei den richtig großen Einspeisern, läuft das ein bisschen anders. Da gibt es eben nicht die jährliche Ablesung, sondern diese haben schon immer einen elektronischen Zähler, der mit einem Modem zum Beispiel verbunden war in der Vergangenheit, heute teilweise auch einfach über andere Wege, ganz normal auch mit UMTS-Verbindung zum Beispiel über den Mobilfunk, übertragen diese elektronischen Zähler nämlich für jede Viertelstunde einen Messwert. So, und auf dieser Grundlage kann man natürlich auch ganz anders abrechnen, weil man eben ständig Messwerte hat für jede Viertelstunde, also 96 Werte am Tag im Strombereich und für jede Stunde im Gasbereich. Das ist dann auch schon mal genügend. Und dann kann man da natürlich ein bisschen anders auch abrechnen. Und genau deswegen gibt es dort im Regelfall auch Monatsrechnungen, Monatsabrechnungen. Natürlich auch, weil es um richtig, richtig viel Energieverbrauch dort geht. Es sind ja große Industrieverbraucher oder Einspeiser. Und dort geht es dann um so hohe Beträge, dass man die gerne auch schon mal jeden Monat abrechnen möchte. Ist ja ganz verständlich. Also gibt es in der Netznutzungsabrechnung dort natürlich auch Unterschiede zu den Standardkunden. Das heißt, es gibt in der Netznutzungsabrechnung für diese großen Kunden immer eine monatliche Rechnung. Die hat das Kürzel MVR, wahrscheinlich für Monatsverbrauchsrechnung, ursprünglich betrachtet. Mittlerweile gibt es das natürlich auch für Einspeiser. Also ist das MVR einfach für Monatsrechnung zu sehen. Und die werden eben jeden Monat mit den aktuell abgelesenen oder übertragenen, besser gesagt, übertragenen Energiemengen zusammengestellt. Und dort werden dann die Preise angelegt, die eben ausgemacht worden sind. Es kann sehr gut sein, dass das je nach Tarif Durchschnittspreise sind, die dann zum Jahresende hin nochmal korrigiert werden oder dann eben nochmal nachjustiert werden. Es gibt also jeden Monat eine Monatsrechnung. Und dann kommt aber zum Abschluss immer noch etwas Besonderes, nämlich die 13i oder die 13r. Und darum soll es ja auch heute gehen. 13i kann man sagen, steht für integrierte 13. Rechnung und 13r steht für 13. Rechnung, separat. Worum geht es da?
Wenn wir Monatsrechnungen machen, dann kann man ja sagen, okay, es gibt 12 Monate, dann gibt es also auch 12 Monatsrechnungen. Klar. Jetzt gibt es aber diese ominöse 13. Rechnung. Wie ist das jetzt zu unterscheiden? Bei der 13i gibt es die integrierte 13. Rechnung. Das heißt, es werden 11 Monatsrechnungen ganz normal, 11 MVRs versendet und die 12. MVR ist gleichzeitig auch die 13. Abschlussrechnung für dieses Jahr. Was übrigens nicht zum Jahresende, Ende Dezember sein muss, sondern immer nach Geschäftsjahr, praktisch nach Belieferungsjahr. Das heißt, es gibt 11 einzelne Monatsrechnungen und dann als 12. Dokument eine Monatsrechnung mit der 13. Abschlussrechnung, die aber integriert ist. Deswegen 13i, 13 integriert. Es ist hier also ein 12. Rechnungsdokument, was zwei Zwecke erfüllt, nämlich MVR, Monatsrechnung, und 13. Rechnung als integrierte 13i Rechnung. Der Unterschied jetzt bei der 13r ist also, es gibt 12 Monatsrechnungen, 12 MVRs, die auch 12-mal separat übertragen werden. Und dann gibt es auch noch eine 13. separat übertragene Abschlussrechnung, die 13R, die jetzt alle 12 vorherigen Rechnungen berücksichtigt und die dort geleisteten Zahlungen dementsprechend auch schon hier mit integriert sind. Bei der 13i, ganz klar, gibt es vorher 11 Rechnungen und mit der 12. Monatsrechnung ist ja praktisch auch alles dann abgegolten und die eigentliche 13. integrierte Rechnung, die sagt es nur noch mal, gab es irgendwelche Veränderungen in der Bepreisung, müsste man innerhalb des Tarifs noch mal irgendwas nachjustieren, dann wird es jetzt hier gleich mit reingeschrieben. Wie gesagt, ist das ja das gemeinsame Dokument der Monatsrechnung und der integrierten 13. Rechnung. Da wird also viel herumgewuselt. Wenn man das Ganze ein bisschen weiter auseinanderdröseln will, gibt es eben, wie gesagt, bei der 13R die 12 separaten Monatsrechnungen mit zum Beispiel Durchschnittspreisen und in der 13R-Rechnung gibt es dann das komplette Abschließen, indem man eben nochmal korrigierte Daten vielleicht drüber legt oder den Tarif, je nachdem, was sich im Jahresverlauf noch geändert hat, jetzt eben mit aktualisierten Preisen nochmal drüber laufen lässt. Kann dann sehr gut sein, dass diese separate 13. Rechnung vergleichsweise gering ist, weil die 12-Monatsrechnungen dann schon alles abgeleistet haben. Und das ist im Großen und Ganzen der Unterschied zwischen 13i und 13r. Wie gesagt, einmal integriert als 12. Dokument mit einer Monatsrechnung oder einmal komplett separat als komplett 13. Dokument, was nach 12 vorher gelaufenen Monatsrechnungen dann auch erst übertragen wird. Das ist der Unterschied zwischen 13i und 13r. Wie kann man das Ganze jetzt unterscheiden? Wir kennen ja für die Übertragung von allen möglichen Daten in der Energiewirtschaft EDI at Energy, also EDI Fakt, und in Deutschland wenden wir EDI at Energy an. Und dort gibt es natürlich das Datenformat oder das Nachrichtenformat der Invoice, was auch das Rechnungsformat ist. Und dort drin gibt es dann natürlich eine bestimmte Stelle, in der das auch definiert ist. Nämlich ist es das Segment namens IMD. Das steht für den Rechnungstypen. Und dort befinden sich dann die Qualifier, die jetzt unterscheiden, was für eine Art von Rechnung ist das. Und die Qualifier sind es passenderweise MVR für Monatsrechnung, 13i für integrierte 13. Rechnung und 13r für die separate 13. Rechnung. Deswegen nennen die sich so, deswegen benutzt man diese Abkürzungen, weil das die Qualifier sind, die in dieser Nachricht, in dieser Datei hinter dem Segment oder im Segment IMD stehen. Und danach steht im Regelfall auch nochmal die Richtung, in welche das Ganze geht, nämlich Z06 als Einspeisung, also Erzeugung von Strom zum Beispiel, oder Z07 als Verbrauch. Das heißt, wir finden dann immer im Segment IMD erstmal den Rechnungstypen und dahinter auch noch die Richtung, in welche hier jetzt gearbeitet wird, in welche Richtung abgerechnet wird. Ja, soweit eigentlich dazu. Ihr könnt das Ganze natürlich auch noch nachschlagen in den entsprechenden EDI at Energy Dokumenten, also im MIG, Message Implementation Guide, und im Anwendungshandbuch AHB zur Invoice. Und dort könnt ihr das entsprechend nochmal auch mit Beispielen euch anschauen, wie man das Ganze zusammenstellt. Aber im Großen und Ganzen kann man also sagen, wir haben im RLM und REM-Bereich in der Netznutzungsabrechnung Monatsrechnungen als MVR und dann immer entweder die integrierte 13i als 12. Dokument mit einer MVR zusammen oder die 13R komplett separat als 13. Dokument nach vorher 12 gelaufenen separaten Monatsrechnungen. So ist der Unterschied zwischen 13i und 13R, denke ich, auch ganz gut dargestellt. Habt ihr Fragen dazu oder Anmerkungen, dann gerne unten in die Kommentare. Und ansonsten, wie immer, liked das Video, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.